So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre Beutedrohnen innerhalb von 60 Sekunden nach der Landung und nimm's aus dem Schlachtenbus. Das müsste eigentlich jedem klar sein, aber ich werde es euch natürlich trotzdem zeigen und ich versuche natürlich vielleicht sogar die Drohnenaufgabe noch zu schaffen mit der Munitionskiste. Dazu habe ich mir überlegt, ich gehe dazu in Solo-Arena. Aus dem ganz einfachen Grund, Gruppenkeile eignet sich da eigentlich weniger, weil das Problem ist, wenn du auf der falschen Seite bist und keinen Brennpunkt auf deiner Seite hast. Das kann halt echt zum großen Problem führen. Aber ich werde euch erstmal zeigen, wo diese Drohnen sind. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir es hinkriegen. Weil wir müssen ja eh eine Waffe direkt finden und die Drohnen runterholen. So, wenn ich euch schon irgendwie weiterhelfen konnte, wäre natürlich nice, wenn ich von euch einen Like bekäme. Ein Kommentar eventuell sogar. Und wenn es ganz gut läuft, eventuell sogar ein Abo. Weil, wie ihr seht, unten steht der Paysafe-Code. Er ist immer noch nicht geknackt worden. Und bei 50 Abonnenten gibt es halt schon die fünfte Zahl. Also in dem Sinne, lasst einfach mal ein bisschen Liebe da. Weil ich stecke auch Liebe in das Video. So, jetzt gucken wir erstmal, wo ist der Brennpunkt? Puh, Polar Peak. Ich bin schon direkt überlegen, wo Kisten sind. Es kann aber sein, dass da keine Sau hinfliegt, aber das ist genau gut so, weil da müssen wir noch keinen killen. Dun, 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 dun. Wie gesagt, ich versuche halt auf jeden Fall die Truhe da zu öffnen und die Munitionskiste noch. Gucken wir mal, am nächsten dran sind. Ja, hier bin ich immer am überlegen, wann springe ich ab? Ich würde sagen, jetzt. Dun, 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 dun. Ich hoffe halt, dass da jetzt echt keiner landet. Am besten direkt eine Truhe, Munitionskiste. Und dann in aller Ruhe die Dinger vom Himmel holen. Was heißt in aller Ruhe? So viel Zeit habe ich ja auch wieder nicht. Und wie gesagt, es zählt die Landung. Nicht, wann ihr aus dem Bus rausspringt. Also nicht falsch verstehen. Ich lande hier aber safe im Mengengebäude. Also hier, wo jetzt gerade das X ist. Wenn ich da relativ gut hinkomme. Irgendeiner ist hinter mir. Und da sehe ich eine Kiste. Wo landet er? Da ist schon mal die Munitionskiste. Da man das so nicht machen uns. Ich muss leise sein. Na, hätte ja funktionieren können. Aber da habt ihr wenigstens schon mal gesehen, wo nochmal die Munitionskiste möglich ist. Ja, ja, freu dich. Das Match verlassen. Direkt nochmal rein. Ich probiere es halt direkt nochmal. Das ist halt jetzt das Problem. Weil zwei Aufgaben gleichzeitig machen, ist immer so ein bisschen kritisch. Aber ich probiere es halt direkt nochmal. So, direkt nochmal rein. Na komm, lad schneller. Ich weiß nicht, hier den Skin finde ich auch nicht so toll. Irgendwie packt er mich nicht. So, gucken, wo jetzt der Gefahrenpunkt ist. Dun, 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 dun. Ich weiß nicht, ich bin froh, wenn irgendwann mal die Zeit ist und es keine Ladebildschirme mehr gibt. Nichts Schlimmeres als ein Ladebildschirm. So, nächste ist Haunted Hills. Wieder am Ende, wo der Bus ist. Aber vielleicht haben wir Glück und dann landet da nämlich keiner. Weil das nämlich noch weiter weg ist als eben. Der.
Oh Gott, er hat versucht, den Fuchs zu streicheln. So, fliegt alle raus. Tschüss. Alle raus. Damit keiner da hinten landet. Komm, raus. Ja. Ja. So, wir müssen jetzt auch mal langsam raus. Nämlich jetzt. Wie der Fuchs immer schreit. Also ich finde, da haben sie schon mal Geiles einfallen lassen. Das ist mal ein vernünftiger Rucksack. Auch wenn es ihn natürlich schon gab mit dem Hund, mit der Katze. Dann, 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 dann. So, jetzt bin ich gerade überlegen, wo ich hier landen soll. Ich höre mal keinen. Ich sehe auch keinen. Das Problem ist halt einfach Kiste, keine Kiste. Oder die Dinger runterschießen. Das ist schon mal schlecht. Schneller, schneller, schneller. Mann, wie lange hält denn das Scheißding aus? Da bin ich schon mal eine. Gucken wir mal. Zwei, wo ist die dritte? Ah, gut, alle drei geschafft. Das war das Wichtigste. Und wie gesagt, mehr müsst ihr hier nicht machen. Einfach nur die Dinger vom Himmel schießen. Natürlich so schnell wie möglich. Ja, die Kiste ist jetzt zu spät. Aber die Aufgabe werden wir safe irgendwann schaffen. So. Wir werden hier 100 Bohnen auf Besuch kriegen. Da wette ich drum. Hier oben. Achso, das Ding hat ja einen Keller, gell? Ja, wären wir hier direkt gelandet, hätten wir es auch geschafft. Dun, 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 dun. Ja, Zone macht auch schon direkt mit. Minigun war halt echt unser Glück, weil sonst hätten wir es nicht geschafft. Habt ihr gesehen, wie viele Kugeln Schrot die ausgehalten haben? Rutsch lieber den Minigun mit. Dann, 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 dann. Aha, mal vernünftige Schrot. Ich mag diese Schnellfeuerpumps nicht. Ich weiß nicht. Die machen mir einfach zu wenig Schaden. Du stehst einen Tick zu weit vom Gegner weg, hast die Arschkarte hoch 10 gezogen. Ist aber noch eine Kiste. Mit. So, was da? Da ist was Legendäres gefallen. Ja, die holen wir gerne mit. Schmeckt. So, wollen wir denn hier noch ein Ding rumfliegen? Baukünste sind. Nein! Ich glaube,
Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war ein Dings. Wie heißt Sniper? Vor allem vom Ton her, die irritieren immer so. Vernünftiger AR bitte. Dann bin ich zufrieden. Mich wundert echt, dass hier keiner umläuft. Aber es gibt ja noch die 200 Schaden Missionen. Aber das meine ich, in Arena ist halt alles ein bisschen anders. Da verteilt sich eben eh alles mehr über die Map. Top 25 auch schon erreicht. Komm jetzt her. Dafür so ein Aufwand. Ah, doch, ist perfekt. Perfekte Ausrüstung. Aber wie sind Blue Life immer nicht schlecht? Ach, der eine baut, wird gebaut. Vielleicht können wir einen wegsnipern. Ich sehe aber keinen. Vernünftige AR finden, ey. Eigentlich da jetzt hinzulaufen, ist eigentlich nicht gerade die schlauste Idee. Ich weiß auch jetzt nicht, ob er sich einfach hochgebaut hat oder ob da ein Gegner war. Natürlich noch schlauer. Sieht aus, als wäre hier keiner mehr. Ist aber noch hier. Der Controller hat nämlich vibriert. Ja, ich will es nicht riskieren. Ja, der wechselt auch dauernd, also der weiß, glaube ich, was er macht. Ich weiß, ich könnte schießen, aber bei mir springt er wieder in dem Moment. Da soll ich. Es geht eh wieder in die Hose. Wo ist er? Wo ist er hin? Der versteckt sich im Busch. Gesagt. Hier ist. Nein, nein. Von der Falle weggeholt worden. Scheiße.
Und er lacht sich ins Fäustchen. Ah, das ist belassen. Oh Mann, ey. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit den Beutetronen. Wie gesagt, zu den Brennpunkten, also die mit dem goldenen Schrift bzw. gelben Schrift, da die Drohnen abschießen, so schnell wie möglich, sobald ihr gelandet seid eigentlich. Benutzt direkt die erste Waffe, in dem Sinne würde ich sagen, haut dann mal rein.